Ja, Akanthos, schrei das Gefängnisgitter an. Okay, halten Sie durch, bis Setnas Transportschiffe aus dem Südwesten eintreffen. Moment, Südwesten. Südwesten als irgendwo hier, wenn sie dann auftauchen. Ja, wo auch die Schildkröte ist, okay. Ja gut, Gargarensis hat sich auch wieder zurückgezogen, der Feigling, das wollte ich vorhin schon sagen. Was für ein langweiliger kleiner Junge. Wahlweise Junge ist jetzt natürlich auch eher relativ gemeint, aber diesen Zyklop, da freue ich mich schon drauf, wenn wir den in die Hände kriegen. Und seine Minotaurus-Gehilfen und so weiter und so fort. Die Wachen haben uns entdeckt. Ich wollte schon sagen, gegen was müssen wir denn hier durchhalten, aber da geht's auch direkt los. Da hat er einen eiskalt ins Wasser gestoßen. Der Junge ist ziemlich gut unterwegs. Transportschiffe sind da. Schnell, fliegen wir in den Teil der Stadt, den unsere Verbündeten halten. Wir sollten, glaube ich, fliehen. Schickt die Transportschiffe mal heran. Gut, ich wusste nicht, dass ihr euch wieder direkt mit denen prügeln wollt, aber die sind ja nicht wirklich stark momentan. Das ist okay. Der Rächer schlägt hier durch. Oh, was kann der eigentlich? So weiß ich gar nicht. Und Heil haben wir auch genug dabei. Sofort die Schiffe besetzen. Und du gehst hier mal, bist du wahnsinnig. Vor allem, wieso ist das Ding hier auf einmal wieder... Ach so, das ist die andere Seite, an der wir vorbeigefahren sind. Auf in die Stadt, wo wir hin müssen, würdest du mal bitte aufhören, die Gegner hier, die gegnerischen Schiffe zu jagen. Ich glaube, das mögen die überhaupt nicht, wenn wir gleich hier voll und ganz eine abkriegen. Wo sind unsere Schiffe? Da sind unsere Schiffe und unsere Schildkröte haben wir auch. Sogar eine Schlachtschildkröte. Das Schiffe aus dem Wasser wirft. Also wenn das Ding auch Schiffe an Land werfen kann, wäre das ja optimal. Was haben wir hier? Einen Wal. Kann man den auch fischen? Nein. Ach, hier wird schon wieder einen aufhalten. Vergiss es. Ich glaube, sie sind vor uns, Ajax, aber kein Problem. Die Schildkröte macht das schon. Und schnapp. Die Transportschiffe fahren einfach ran. Ich dachte schon, hä, was ist das denn? Aber da habe ich wieder sehr schlaue Befehle erteilt. Schon wieder einer. Und zack. Wollte gerade sagen, ihr geht mal bitte ein bisschen auf Distanz. Was machst du denn da? Du sollst sie da angreifen. Der tanzt immer so lustig im Kreis. Ich weiß nicht, warum er das macht. Und weg ist das Ding und weiter geht's. Küste, Land in Sicht. Du wartest hier, du wartest hier, du wartest hier. Du hast niemanden geladen. 20 Leute passen sogar rein. Und du lädst hier aus. Du lädst aus, wir gehen hier rein. Willkommen, Akanthos. Unsere Rohstoffe sind knapp, aber wir kennen die Stadt sehr gut. Wir werden euch helfen, Kemsit das Stück von Osiris zu entreißen. Was ist das denn für eine riesige Stadt? Wir haben Ressourcen bekommen. Was ist hier? Erobern Sie den Totenwagen von Osiris und bringen Sie ihn zum Südtor der Stadt hinaus. Okay, wo ist der Wagen? Da. Von Osiris innerhalb der Stadt in Bewegung, um euch zu schützen. Es wird bald wieder in Bewegung sein. Um euch zu schützen? Achso, um es zu schützen, soll das wahrscheinlich heißen. Wetter rundum ist hier Stimmung angesagt. Kann ich denn hier oben noch mehr Verbündete holen? Was haben wir hier? Wenn wir den Leuchtturm zerstören, können die Piraten vielleicht nicht in die Bucht segeln. Ach, die Piraten. Okay, das heißt, wir müssen erstmal den Turm wegmachen, damit die uns in Ruhe lassen. Aber damit wir das tun können, müssten wir hier erstmal ein bisschen uns wieder Platz machen. Wuh, das sind aber viele Ziegen. Und, ah, Skarabäen, ja, wunderbar. Die, meine, ich glaube, ägyptische Lieblingsmythologieeinheit. Hier mal ein paar Dorfbewohner zu mir. Habe ich denn schon einen Pharao hier irgendwo? Da ist doch einer. Du hilfst hier gleich mal aus. Wo fange ich denn hier überhaupt an? Wir können hier rübergehen. Nee, können wir nicht. Moment. Hier ist alles abgesichert. Wir können uns momentan, jetzt, was ist denn jetzt wieder? Kommt das Piratenschiff einfach her? Ich glaube, jetzt geht's los. Der hat jetzt auch nicht gedacht, dass er uns damit erwischt, oder? Okay, also hier gibt es Ressourcen, noch und nöcher, ganz viel Gold. Was haben wir hier? Gelbe Siedlungen, ich weiß nicht, gehören die zu uns oder sind die neutral oder was ist mit denen? Huch, ich habe auf jeden Fall Gegner gefunden. Aber falls ich da rein will, muss ich wieder dort hinten an Land gehen. Das heißt, da brauche ich ganz viele Skarabäen und sonstige Spielsachen. Mache ich gerne. Jetzt hör mal auf, hier den am Dorfbewohner zu attackieren. Was für eine Unverfrorenheit. Gleich mal hier rum und anfangen, hier ein Feld zu errichten. Kann ich denn hier irgendwo schon Gold abbauen? Ja, da hinten. Das wird ja immer besser. Bergarbeiterlager hier hinstellen. Wollte schon sagen, jetzt reicht's aber langsam. Hier Position beziehen. Ihr hier auch. Ja, das soll das Ding bloß ein bisschen in der Stadt rumfahren. Das ist mir egal. Darum kümmern wir uns später. Erstmal müssen diese Piratenangriffe aufhören. Weil ich gehe stark davon aus, dass sie uns durchaus noch Nerven kosten könnten.
Am schlausten wäre es, wenn wir hier an dieser Stelle, nee, hier wird schon ein Feld gebaut, weil bauen wir daneben gleich noch ein zweites und noch eins und noch eins. Dann machen wir das einfach mal so, ganz fast schon altmodisch mit nur klicken, also nicht mehr der Shift-Taste und dann können wir hier aber trotzdem mal anfangen, hier drüben weiterzumachen, wahlweise hier drüben weitermachen. Was haben wir hier? Reichtum, ach ja genau, das kenne ich schon. Das, achso, genau, die Schlangenplage. Um dieses in eine mächtige Zitadelle zu verwandeln. Ja, dann machen wir das doch direkt, oder? So schnell geht das, alles klar. Ja gut, dann habe ich das hier einfach mal draufgesetzt. Hier sind die, was ist das? Ein Fischkutter, noch ein Fischkutter, noch ein Fischkutter. Okay, okay, gut. Der sah gerade von der anderen Seite oder von der anderen Perspektive ein bisschen, ja, anders aus, deswegen dachte ich, nanu, was ist das denn jetzt auf einmal? Aber gut, war bloß ein Fischkutter und ich war nicht fähig, da richtig hinzugucken. Ja, lassen wir das an der Stelle einfach mal unkommentiert, setzen hier noch ein Feld hin für mehr Nahrung. Ich brauche natürlich auch mal noch ein paar Dorfbewohner für, okay, ihr drei habt den Auftrag nicht so ganz verstanden, für Holz und Gold. Hier, was haben wir hier, was ist denn jetzt wieder? Ach, als ob, schau mal an. Alt, das ging jetzt aber ziemlich fix. Und hier will keiner von euch irgendwie da was gegen tun, oder wie? Genau, hier schön die Dinger wegrammen, bitte. Einfach mal wegrammen, das Ding. Der arme, arme Fischkutter. Nee, aber das sind, glaube ich, jetzt... Sind das jetzt rote Schiffe? Ja, da müssen wir auch aufpassen, wenn die hier regelmäßig unterwegs sind. Und die Piratengriffe müssen wir ebenfalls unterbinden. Also die Liste an Aufgaben bleibt weiterhin lange. Habe ich hier schon etwas oder schon so etwas wie... Nein, natürlich nicht. Eine Waffenkammer und eine Kaserne fehlen natürlich auch noch komplett. Aber immerhin haben wir schon einen Tempel. 225, das nehme ich. Und erhöht die Geschwindigkeit, mit der Monumente Gunst erzeugen. Das klingt auch gut, aber dazu brauchen wir erstmal hier dann... Ein Monument für Dorfbewohner. Und was haben wir hier nochmal? Den Steinbruch, immer her damit. Als ob der da einfach Einheiten ablädt. Was ist denn das auf einmal für ein unflätiges Verhalten? Der Axtkämpfer Entdeckung, wir müssen nach hier unten. Ja, die Schildkröte schnappt ordentlich durch die Gegend. Das ist gut. Zum Glück greift er den Pharao an, der eine mythische Einheit ist. Gegen mythische Einheiten besonders gut ist, so rum. Hier in diese Richtung. Das Pech kann ich noch nicht... Ah, okay, ich sehe schon, die wollen es auf Dauer jetzt wirklich wissen. Aber da sehe ich doch noch gar kein Problem. Ja, Gunst, es fehlt an Gunst in der Tat. Nein, du bleibst hier und ihr drei kommt mal hier zu mir. Ach, hier wäre auch nochmal Gold gewesen, sehe ich jetzt erst. Einmal bitte, ihr geht einmal bitte Holz sammeln, sagen wir es doch gleich so. Nein, was macht ihr denn da? Ihr seid eigentlich gar nicht so lustig. Ich habe das schon mal gesagt. Klickt, macht doch nicht das, wo ich auch so ein bisschen hinklicke. Oh, hier hätten wir schon ein Holzfällerlager gehabt. Das war jetzt auch wieder sehr schlau. Teilen wir uns hier mal auf. Die Schleuder lassen wir erstmal Schleuder sein. Ich bräuchte hier drüben mal noch einen Turm oder so, dass die hier nicht permanent durchfahren. Aber dafür fehlt es auch hier wieder am Holz. Sollte aber gleich soweit sein. Fällt doch hier mal mit Holz. Dankeschön. So, Zeit, bis das Stück bewegt wird. Wie gesagt, das ist okay, dass wir ein bisschen damit durch die Stadt spazieren fahren, wenn es in eine Runde fährt. Solange nicht wieder hier auf der Gefängnisinsel rauskommt, ist mir das eigentlich relativ egal. Hier müssen wir echt schauen, dass wir durchkommen. Mehr Einheiten, von allem mehr hätte ich gerne. Da fehlt es aber noch an... Was ist denn das für eine? Spaziert er hier einfach durch? Unverschämtheit. Hier noch ein paar... Dorfbewohner wieder dazu holen. Oh, so viel Platz haben wir auch gar nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall das zweite Dorfzentrum besetzen. Da sind ja nochmal 20 Bevölkerungseinheiten oder so drin. Die möchte ich natürlich auch gerne haben. Das Ding haben wir schon mal. Was wollte ich tun? Genau, das Monument für Soldaten. 100 Nahrung, 100 Münzen. Der Skarabäus geht noch nicht. Das da brauchen wir. Und hier würde ich sagen, das machen wir auch. Oder Moment, wie viel kostet mich das? Das kostet mich Holz, was ich erstmal sparen möchte. Komm hier mal rum, bauen wir hier noch einen Turm hin. Da hilfst du auch mal schnell mit. Dann ist das schon mal abgesichert. Ihr zwei fangt dann hier auch das Transportschiff ab, wenn es denn kommt. Das macht ihr hier auch. Na, schau, geht doch. Hier nochmal eine Formation aufstellen. Perfekt. Gut, okay. Ich möchte die ganze Zeit schon ausbilden, aber ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Hauptsächlich aus rohstofftechnischen Gründen. Hier scheitert es ebenfalls noch. Na komm,
Wunderbar, die 9 Punkte haben wir schon mal. Und hier das da. Was war das für eine Lautstärke? Achso, weil das Monument fertig ist. Und hier gleich nochmal das nächste hinterhergesetzt. Und sobald wir die ganzen Dinge haben, können wir da mal drüber nachdenken. Jetzt habe ich gesehen, was sie machen. Die drehen sich im Kreis und sensen die dann einfach mal weg. Das schaut sehr schön aus. Und wir haben hier einen Helden dabei, den habe ich ja ganz übersehen. Ach, jetzt macht ihr mal einen Abflug. Macht euch mal nicht lächerlich. Hoffentlich war das ein Transportschiff, dann waren wir gerade ziemlich gut. Würdet ihr mal aufhören? Da schwimmen übrigens Haie drin. Seht ihr das? Ist euch das egal? Ich weiß es nicht. Das Krokodil wird beschossen, der wird weggetreten. Gut, soll mir recht sein. Langsam. Jetzt bleibt hier. Bleibt hier. Warten, entspannen. Wir gehen da gleich rein. Es kommen da wieder welche. Ihr zeigt euch sichtlich unbeeindruckt. Jo, gut. Das, einfach mal das Riesenschiff weggekickt. Ach so, der dreht sich im Halbkreis, wenn er in alle Richtungen schnappt. Deswegen. Ah. Die Transportschiffe hier mal in Deckung. Die Schildkröte ist auch noch mit dabei. Schießt sie auf die Transportschiffe. Ich glaube, jetzt geht's los. Gut, und damit ist er auch weg. Das Monument für Priester ist ebenfalls gebaut. Hier sind noch mehr Dorfbewohner. Gleich hier mehr rekrutieren. Hier das Holz. Hier das Gold. Und die Dorfbewohner sind auf dem Weg, wahlweise. Kommst du mal her und baust hier schon mal ein paar Häuser noch für mich. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 4 Stück können wir noch bauen, immerhin. Ist hier, gut, hier hinten könnte man nochmal, hier hinten könnte man eigentlich in Ruhe fischen, sehe ich gerade. Einen Hafen hingezaubert und, ja gut, ich denke drüber nach. Was so viel heißt wie, ich habe es wahrscheinlich eh gleich wieder vergessen. Hier noch mehr Dorfbewohner, sind die denn hier schon, na, die sind fast schlachtbereit, das heißt, wir können hier schon mal anfangen. Ja gut, die 17 Einheiten noch, das war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber komm, was soll's. Schneller mästen und schneller sammeln und erlegte Tiere allgemein, wunderschön. 300 und 300 für dieses Monument. Die Monumentensammlung geht quasi momentan richtig schön vorwärts. Aber es sind zu wenig Monumente. Noch können wir ein paar bauen. Ich möchte gerne wieder so viele haben wie gerade eben in der einen Mission. Das war schon sehr angenehm. 135, 135. Na, immer her damit. Ach ja, ich dussel. Natürlich, Moment, du bist ja auch fertig. Geh mal hier hin. Wir brauchen auch mal nebenbei einen Heiler. Und wir haben schon lange keine Kaserne mehr gebaut. Wäre vielleicht auch mal wieder sinnvoll. Oh, da hat jemand eine Reliquie fallen lassen. Dieses Auge, was war das? Ach, ich glaube, dass die mythischen Einheiten kostengünstiger werden. Auch wenn ich nach wie vor gerne mystisch dazu sagen will. Ich weiß gar nicht, ist eins von beiden falsch? Ich bin mir nicht sicher. Nur falls orientiere ich mich erstmal an dem, was im Spiel steht. Man kann ja sagen, ich hätte es ja gern richtig gemacht, aber ich habe mich an das Spiel gehalten. Oder so ähnlich. Oder ich habe es gern falsch gemacht. Eins von beiden. Ich werde mir da schon eine entsprechende Ausrede einfallen lassen. Dann baut ihr das Ding hier mal bitte noch gar auf. Ansonsten können wir hier doch mal genau das Ding noch bauen. Und das Dorfzentrum auch noch befestigen, aber, na gut, das Befestigungs-Upgrade wird hier wahrscheinlich jetzt nicht auftauchen, weil wir haben schon ein wesentlich stärkeres Upgrade hier installiert. Da geht's wieder los. Genau, im Kreis gedreht und ordentlich Schaden verursacht. Hier die Türme mal noch weiter ausbauen. Die Sichtweite noch mehr erhöhen, bitte. Ja, auch das war jetzt eher wieder langweilig. Das hier bitte mal dort sammeln. Und hier mal noch ein paar Türme hinstellen. Türme sage ich schon, ein paar Kasernen. Schauen, da kommen nämlich wieder welche, die hier eiskalt ignoriert werden. Na, vielleicht stirbt er noch, bevor er was absetzen kann. Natürlich nicht. Bitte mal hier in diesen Turm fliehen, genau. Ansonsten die Helden bitte mal zu mir. Das war kein Problem. Der hat jetzt aber schnell den Turm kaputt gemacht. Das fand ich jetzt vielleicht gar nicht so gut. Da er ist weg. Und jetzt macht hier mal den Skarabäus noch weg. Ihr zwei kommt ja mal wieder raus. Und baut mir hier nochmal einen Turm hin. Dankeschön. Die Helden wieder zurück auf die Position. Also die Position, die ich ihnen zugeteilt habe. Mittlere Speerkämpfer, mittlere Axtkämpfer, mittlere Schleuderkämpfer. Also ich muss ehrlich sagen, momentan bin ich von den Axtkämpfern gar nicht so begeistert. Die habe ich mir schon wesentlich cooler vorgestellt eigentlich. Bis jetzt ist es mehr so im Mittelmaß angesiedelt, möchte ich vorsichtig sagen. Also noch nichts, was mich jetzt unglaublich hart überzeugt. Moment, ihr sammelt hier hinten Holz. Da werdet ihr nicht so schnell attackiert. Was mache ich mit euch beiden? Tempel habe ich schon, die Waffenkammer habe ich schon. Gut, einen Steinwall könnte ich noch bauen, ja, aber ob ich den jetzt noch brauche, ich weiß es nicht. Gut, wir könnten hier entlang der Küste eine ziehen und bloß an einer Seite mal Einheiten rauslassen. Aber ich unterstelle der KI, dass sie da nicht drauf achtet, sondern einfach immer bloß einfach so an derselben Stelle ihre Einheiten wieder rauslassen wird.
Also unterstelle ich jetzt hier einfach mal. Es kann sein, kann ja auch nicht sein. Hier mal das Ding bitte noch gar ausbauen. Hier die Architekten heranholen. Und wir können uns einen Skarabäus im Moment schon leisten. Ja, wunderschön. Und da geht's auch schon wieder los. Die Schildkröte schlägt um sich. Ich bräuchte mal noch einen Hafen. Was haben wir hier? Verkleidung für das Geschützschiff. Diese Türme bewachen das Stück von Osiris. Vernichtet sie alle. Das machen wir, aber ich hoffe mal, durch die Bewegung ist die Mission nicht automatisch verloren, weil sonst habe ich das ja gerade eben völlig falsch verstanden. Aber nein, ich denke mal, wir sollten jetzt eigentlich bloß, das wird hier hin und her gefahren und wahrscheinlich wird es dann irgendwo anders positioniert, oder? Also es würde mich wundern, wenn man nicht auf einmal noch das woanders herholen kann. Moment, mal schauen. Nicht so eilig, Akanthos. Dieses Stück gehört Kemsit. Ah, da steht es auf Englisch, aber der kann das sogar hin und her teleportieren. Wie macht der Lump denn das? Okay, gut, aber wenn ich das weiß, ja, transportiere das die ganze Zeit von selbst hin und her. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall erstmal genug Zeit, uns entsprechend vorzubereiten. Wie wäre es denn, wenn ich hier trotzdem mal noch eine Festung irgendwo hinsetze? Ja, komm, greift mal wieder an, wenn es euch denn glücklich macht. Wir bauen hier einfach mal noch eine Festung hin für die Rekrutierung auch mit. Da passiert nichts weiter, da kommen auch wieder unsere Laserkrokodile. Hier ist der Skarabäus. Der geht gleich mal in diese Richtung. Hier wird ein Sammelpunkt gesetzt. Gleich mal den nächsten. Oh, noch ein hinterher. Und ihr zwei holt ihr mal noch ein paar Felder ran. Eins und zwei. Hier kann ich nichts weiter forschen. Hier fehlt es... Oh, ich habe durch irgendwas anscheinend etwas die Kosten für meine ganzen Forschungen reduziert. Also auch für die Veranstaltungen im jeweiligen Zeitalter. Keine Ahnung, was ich da wieder forscht habe. Ich habe einfach draufgeklickt. Da ist der nächste Skarabäus. Der läuft doch schon los. Perfekt. Ich bräuchte hier trotzdem mal noch Schützen. Nee. Ah, ich weiß nicht, ich möchte mit dieser kleinen Truppe eigentlich nicht angreifen. Das ist wahrscheinlich mehr ein Fiasko wie was anderes. Auch hier wird wahrscheinlich wieder jemand was ausladen, natürlich. Was hätte es auch sonst sein sollen? Greif hier mal das damit an. Oh ja, der reißt jetzt wieder mit zwei Schlägen alles ein. Hier mal den da bitte angreifen. Auch da passiert nicht viel. Na gut, das ist jetzt eher unschön, da muss ich mir echt was einfallen lassen. Es kommt echt auf diese dämlichen Piraten an, dankeschön. Ihr seid hier fertig, sehr freundlich. Ja gut, Skarabäus gegen Skarabäus ist jetzt auch eher langweilig. Aber wir haben ja zum Glück noch unsere Einheiten dabei gehabt. Hoch mit euch und hier gibt's Kriegselefanten. Nee. Wagenschützen, wobei die kosten mich Gold und Holz, das ist eigentlich ganz angenehm. Die nehme ich mir mal zuerst. Und hier, gut, das kommt danach dann. Was macht der Pharao? Kann der Einheiten heilen? Das habe ich wieder vergessen. Nee. Achso, ist der Heiler da hinten. Deswegen ist er gerade ein bisschen verwirrend aus. Aber wenn es da hinten der Heiler war, alles gut. Hier mal zusammenziehen. Hier mal den Belagerungsturm außen vor lassen. Hier mal sammeln. Wie wäre es denn mit... Speerkämpfern, Schleuderschützen und trotzdem ein paar Axtkämpfern. Das da erforschen wir gleich noch mit. Das da bauen wir aus. Was ist das eigentlich? Erstmal wieder geklickt, ohne zu lesen. Verbessert Angriffsschaden von Katapulten und Kriegsbarkassen gegen Gebäude. Okay, immer gerne. Habe ich hier eigentlich noch eine... Ah ja, okay, ein Monument für Götter kann ich da noch bauen. Sollte möglichst zeitnah auch noch passieren. Da sind schon die Einheiten quasi... Ach so, und hier natürlich auch. Ich habe ja diese... Reiter in Auftrag gegeben. Ja, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr was an Armeen zusammengetrommelt. Jetzt können wir da drüben mal nachschauen, was denn da so auf uns wartet. Ja gut, die machen wir jetzt einfach mal so weg. Da habe ich keine Bedenken. Das sind Pharaonenstatuen. Sterben die mit einem Pfeil? Nein. Aber du kannst doch hier mal anfangen, alles kaputt zu machen. Das Laserkrokodil da hinten. Da, schau mal, jetzt geht es auch so langsam vorwärts. Ne, wir müssen hier mal noch auf die Krokodile schießen. Gut, dass die Haie oder was auch immer das da darstellen soll. Doch, es müssten Haie sein. Uns in Ruhe lassen, das ist sehr freundlich. Hier mal in diese Richtung noch. Ah, ich glaube auch langsam, ich weiß, woher das Umfallen der Bäume kommt, wenn irgendeine Einheit gegen diese Bäume geschleudert wird. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und noch eine Reliquie. Ein Held ist gefallen. Oh, ich glaube, das war unser... Ach ne, Akanthos und der andere Held. Ach ne, der andere Held steht, glaube ich, hier noch irgendwo. Ja, da steht er noch, aber Akanthos ist gefallen. Aber er steht schon wieder auf, der ist das sehr hart im Nehmen. Siehst du, schon haben wir das. Was ist hier drüben wieder los? Ach so, ich wusste nicht, dass du dich hier raustreiben lässt. Ja, schlägt erstmal die zwei Schiffe durch die Gegend, alles klar. Die Schildkröte müssen wir auf jeden Fall auch wieder zurückholen.
Ein Held ist wieder gefallen. Ich kann ja leider nicht überall gleichzeitig sein. Du kommst her. Wahlweise stopp. Du kommst her und baust mir nochmal einen Hafen hier hin. Na komm. Er wollte doch gerade. Genau hier. Dankeschön.